Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Windows 10 Edition Beta hier in der nächsten Erfolge. Ich habe es leider nicht rausbekommen, aber ich habe eine Vermutung. Das war die Leiter, scheiße. Ich habe es nicht rausbekommen. Aber wir können natürlich ein paar Bereiche neu machen. Also weiter hier beleuchten. Ja, jetzt beruhig dich doch mal, PC. So, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Alter, nur du und ich, Wladimir. Wir machen das jetzt folgendermaßen. So, hier haben wir denn noch Granit. Aber hier waren wir schon überall. Ach ja, hier unsere kleine Mine. So, wir haben jetzt noch ein paar Steinchen aus dem Ofen zu holen, ne? Oder erstmal ein paar dazu durchzubrutzeln. So, was wollten wir machen? Ach ja, wegen die Hühnerfarm. Habe ich denn das noch mal gemacht? Dies muss da doch da sein. Gut, ist noch da. Hast du Ei gelegt? So. Und jetzt, meine Damen und Herren, zeige ich Ihnen ein technisches Wunderwerk. Jetzt müssen wir vorher erst einen Stein brauchen. Oh. Steine klopfen. Ich habe eine böse Vermutung. Ich gehe mal wieder ins Licht. Jo, meine Vermutung hat sich nämlich bestätigt. Ach, zu blöd, dass ich keine Fackel bei hab. So. Ich wollte doch Steine hauen gehen und kein Kies abhauen gehen. Fragt euch jetzt, was hat das mit Steinekloppen zu tun? Ganz einfach. Sehr, sehr viel. Ich erreiche halt nur nicht mein Ziel. Direkt. Oh ne. Oder. Falls ihr es noch nicht erraten haben solltet, werdet ihr gleich eine tolle Überraschung sehen.
Das ist nicht die Überraschung, die ich euch zeigen wollte, aber ich brauche eine neue Steinschaufel. Wenn ich es schaffe, genau das so zu machen, wie ich es haben will, dann habe ich, dann bin ich gut. Da ist ja jetzt auf einmal gerade das klaffendes Loch. Ich bin gut, ich weiß. Ich habe eine starke Kombinierungsgabe. Da. Wir sind hier nämlich mitten in einem Kiesfeld. Das können wir für unsere Zwecke ausnutzen. Au, au. Und zwar zur Herstellung von Pfeilen. Den Crap hier kann ich übrigens erstmal einlagern. Das brauche ich sowieso nicht. Kieser. Mann, ich muss ich gucken, ob die Steine fertig sind. Sind sie denn? Ah. Ach komm, alles rein. Was soll der Geiz? Oh, es ist Nacht. Na dann wieder. Gute Nacht. So. Und jetzt wollten wir nämlich, also wollte ich, nicht ihr, aber ich wollte jetzt nämlich, wo ist denn das hier? Machen wir das so. Wir müssen uns bewusst machen, dass das hier alles ein großes Kiesfeld ist, das durch die Freilegung abgebaut ist, durch Abbauen freigelegt wird. Dadurch haben wir dann halt riesengroße Kellerräume zur Verfügung, wenn wir erstmal alles ausleuchten und so, ne? Und bla. Schon wieder. Und dann könnten wir hier unten die ganze Höhle, ich weiß, ihr seht das schlecht, das sehe ich selbst, aber könnten wir dann als Kellerraum nutzen. Ich nehme mal die Fackel da weg. Müsste ich jetzt eingesammelt haben und. Also hier unten eben. Ach ja, das geht nicht. So, hier unten. Das haben wir alles freigelegt. Das haben wir alles hier freigelegt und. Deswegen würde ich sagen, als nächstes kommt da eine Treppe runter. Nur mal so. Lol. Wehe. Ich setze da einen Block ran. Ohrfeigt mich. Weil das ist tödlich. Wenn da ein Block rangeht, fallen wir unten. Fällt das ganze Ding da runter. Ihr werdet es mir nicht glauben. Gut, ich hole Schaufel und damit weiß ich das euch. Scheiß Block-Update. Machst mir hier alles kaputt. Der hängende Kies. Nee, das ist durch Fehler in der Welt beim Zusammenklappastern, beim Zusammenschustern entstanden und so. Und wenn wir jetzt eines davon nur abbauen, einen einzigen Kies oder einen Stein daneben setzen, ich mach's lieber abbauen, bei Geschwindigkeit Stein, dann fällt der ganze Dreck nach unten und wir haben hier eine schöne Bescherung. Also aufräumen, Leute. Ach ja, habe ich nicht davon geredet, dass der Kies hier runterfällt? Sehr witzig. Oh Mann, wie hasse ich Kieshalden. Weil die einfach mal so viel ist. Weil es einfach mal so viel ist. Klabustern ein das Inventar zu, das glaubt man nicht. Aber die gute Nachricht, wir haben Kohle gefunden. Oh, eben gab's. Kennt ihr das, wenn man guten Kuchen isst, also wirklich guten Kuchen?
und der dann noch warm ist. Alter, das schmeckt. Und der dann noch so richtig gut schmeckt. Habe ich euch jetzt sogar gemacht. Ich hoffe es. Und das habe ich nämlich eben gemacht. Ich habe ganz, ganz weichen Kuchen gegessen. Ganz, ganz leckeren. Und dann, ja. Der hat wirklich gut geschmeckt. Also top an meine Mutter. Ein großes, großes Lob. Mütter sind die besten Köche. Aus ökonomischer Sicht natürlich. Sie arbeiten kostenlos. Und das Beste ist, bei Mutter schmeckt es manchmal auch am besten. Aber nicht immer. Wie sagt der Spruch so schön? Woanders schmeckt es am besten. Ist ein bisschen gemein, ich weiß, aber entspricht manchmal wirklich der Wahrheit. Wenn zum Beispiel eine Mutter nicht talentiert ist, ist aber meine. Meine ist talentiert und da also trifft das auf meine Mutter nicht zu. Also ich mag meine Mutter wirklich sehr. Zwei. Eins. Lol. Und da schon haben wir einen halben Stack Steinchen. Ja, ich gehe gleich wieder raus. Aber erst muss das da unten fertig sein. Schön gemacht sein hier. So. Ich liebe diesen Steinboden und so. Das ist alles sehr, sehr schön, finde ich. Also ich liebe es wirklich, wenn man hier so einen schönen geraden Raum hat. Und das kann man dann als Keller bezeichnen. Dann kommt hier noch so eine Abtrennung rein. Der Eingang da oben wird noch zugemacht, sodass man denkt, ah, da ist ja nur der Eingang und bla. Also wirklich, das wird ganz, ganz toll gemacht und ja. So dass man nicht auf den ersten Blick vermutet, dass dahinter die Kellerwand ist. Und da könnt die Wand können wir immer noch rausruppen, falls wir Erweiterung benötigen. Das ist der Vorteil einer Höhle, falls man immer noch welche braucht. Pff, vielleicht hängt da noch ja eine dran. Also, das ist meistens so ein Höhlensystem, da hängt meistens eine dran. Also, ja, und wenn wir dann erstmal Dias haben, ist das gut. 13 Minuten 19. Spam. Ja, auf jeden Fall. Ja, hallo erstmal. Ich weiß ja nicht, ob Sie es schon wussten, aber wir farmen hier gerade Kohle und somit auch ein bisschen Level. Die werden wir dann später zum Ver beim Verzaubern ordentlich verknattern. Also rausgeben, ausgeben. So. Das wird also die große Version davon und von dem da sein. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Ne? Also, irgendwas müsst ihr euch ja schon selbst dabei denken. Geil finden würde ich es, wenn man hier noch Befehle eingeben kann. Könnte. Dann könnt ihr euch endlich den Seed sagen. Und ihr könntet mir sagen, nein. Nein, das wäre ungerecht, das möchte ich nicht. Und das heißt, den Seed gebe ich euch klar, damit ihr die Welt auf jeden Fall habt. Aber mehr nicht. So, dann gucken wir mal, was hier ist. So gutes Eisen. Eisen. Eisen und vielleicht auch noch Eisen, aber ist es nicht sicher, dass hier Eisen rauskommt und da vielleicht auch Eisen. Also bitte nicht so viel Versicherung, meine Damen und Herren. Es kann ganz, ganz schnell umschlagen. Oh Mist. Na egal. Oh Mist.
Halt, wir haben ja noch Andesit. Damit sieht das so aus, als ob hier ein bisschen was Natürliche noch Adern drin wären oder so. Und, das muss natürlich alles nachher ausgeräumt werden. Oh Gott. Ja, und jetzt geht es weiter. So. Yeah, gut. Oh, es ist Tag, na endlich. Juhu! Schon wieder Bäume. Und ich sehe einen Baum. Baum. War das Hündchen nicht eben noch eingesperrt in das? Die Gänsejahre? Hundchen, komm her. Hundchen, komm her. Ah, Scheiße. Na komm. Ja, hallo, gibt's das denn? Jetzt geht's alleine da rein. Na, endlich. Hallo. Na, scheiß drauf. Halt wieder Deckel zu, damit sie ordentlich lieben können. Nee, ey. Hoffentlich springt da ordentlich was raus für mich mit der Gefahr hier. Etwas, das sich lohnt. Etwas, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Zum Beispiel, dass ich da nicht rein muss. So, jetzt müssen wir aber ab wieder in unsere Co. Ja. Oh, fuck. Oh, shit. Aber da ist irgendwie einer fehl. Ach so, wir nehmen Notausgang. Ah. Jetzt muss ich es aber endlich mal bauen. Bruchstein. Dann haben wir den Wassereimer, den brauchen wir. Ich liebe diese Hühnerfarm. Werde ich wahrscheinlich mehr Schaufeln brauchen. Aber erstmal. Oh, gute Nacht. Guten Morgen, liebe Sorgen. Ja, wir sind auch schon alle da. Und wir haben auch gut geschlafen. Daran ist ja alles klar. Da drüben fängt es auch an zu bewalten. Und zwar, wir graben als erstes. Einen Dingens, da machen wir. Oh, mein Hauptsache, das geht. Ich hoffe, das geht. Nein, es geht nicht. Es gibt keinen Hopper. Was?
ist das für ein Fail? Naja, egal. Da muss ich halt ab und von Zeit zu Zeit aber hingehen, ist auch nicht so weiter schlimm. Es wäre nur weiter einfacher gewesen und so. Aber ist ja nicht weiter schlimm. Da ist nämlich der Haken. Wir brauchen jetzt ein Schild. Ja, ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, wozu braucht der Alte jetzt ein Schild? Wir haben doch nichts zum Schreiben. Ich sag euch nur, das ist wichtig. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Und dann schreibt er jetzt auch nicht mal alles rauf. Und das war's noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.